Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Definitiv Edition. Ich denke mal, wir werden uns hier bald dem Ende nähern. Keine Bögen ist eine beschissene. Aber ich muss nach da. Oh. Ich sehe den Vogel noch nicht mal.
Jetzt haben wir erstmal wieder einen Lagerplatz gefunden. Und ein Schätzchen. Alter, Junge, es reicht. Dam, dam, dam. Fall mit dem Prediger. Nicht schon wieder zu dicht. Jetzt aber hier schnell weg.
Was, Lara? Wie zum Teufel kommst du hier rein? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grim? Ja. Er hat's nicht geschafft. Ja. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnt ihr nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay, wir müssen das Ding locken. Los, Jungs. Nochmal. Okay. Bereit? Es ist sinnlos, Reyes. Das wollen wir ja wohl verhindern, dass der Berg hochgeht, ne? Ups. Okay, und nochmal das ganze Spielchen. Diesmal springe ich auch wieder zurück. Ja. Ja. Nicht so einfach, nicht so einfach. Wir sind draußen.
Niemand geht. Das habe ich auf Japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus Emikos Grab. Was interessiert Matthias so daran? Alter, ernsthaft, Leute. Und darf nicht zum Schreien. Natürlich, klar, ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Ruf mich, wenn es sicher ist. Was für eine Pussy. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich. Jetzt bist du hier. Bitte, ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Emikos Blut fließt durch deine Arme. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Matthias. Warum tun Sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen. Von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Lara, oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Whitman! Whitman! Wo zur Hölle ist er? Na komm. Lauf, Lara, lauf! Mach sie! Zurück! Lauf! Zurück in den Thronsaal! Oh.
Ja. Findet die Auserwählte, findet die Auserwählte, bla bla bla. Los, alle! Findet die Auserwählte! Die gehört mir! Versteckspiel.
Ja, Leute, ne? Dann hätten wir eine neue Waffe. Keine Rücksicht mehr hier. Läuft der Hase doch richtig gut. Okay. Und wieder hier drinnen. Na super. Gut, ihr Lieben. Wir werden genau hier beim nächsten Let's Play weitermachen. Bis dato. Ciao, ciao.